Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Red Dead Redemption 2 Story. Ich hoffe, im weiteren Verlauf dieses Let's Plays werden wir niemals hier enden. Darum gehen wir hier ganz schnell. Unten spielt jemand fröhlich Mundharmonika. Morning. You know, there's something about this place. Anyway, can't put my finger on it. Ich glaube, der will nicht wirklich mit mir reden. Na gut, dann halt nicht. Da ist ein weißer Punkt. Was will dieser weiße Punkt? Ach, ein Bettler. Ja, bitteschön. Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. Schön. It's nice to give something instead of just begging. Oh. I hate asking for money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. Glaube ich dir. Ich muss dann auch jetzt los. Tschüssi. Yep. Komm, Crescent Moon. Jetzt ist wie viel? Ein. Es ist 12 Uhr, okay. Hallo, guten Tag. Achso, die Ratte hatte ich ja schon wieder vergessen. Bonjour. Bonjour. Wir nehmen schön alles mit. Man weiß ja nie. Ne? Man weiß ja nie. Achso, neue Munition. Mache ich danach. Dann ist es halt jetzt so. Ich muss, glaube ich, hier nach oben. Enjoy the show, if that's possible. Dankeschön. It's a free show, so don't come asking for a refund. Dankeschön, das ist ja noch besser. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so sure how I feel about progression. Paintings or otherwise. Danke. That is Greek. Charles. Da ist er ja. Nee. Weil die Kamera sich so bewegt hat. Ich weiß nicht mehr, wie Charles aussieht. Ah, doch. Ist er doch. Excuse me, Mr. Chatterney. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here, in her delicates. Henry, oh. Is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks! Stop looking at my mama! Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. A nerve on you! That's it! Oh, come on, Mildred! This is no place for us! Come here! Hey. Das ist doch eine Kurzaufstellung. Come on, Horst, we're leaving! Hey, I'm coming after you, Frenchie! Hey. All right! Hey, lass es. Bam. Boom. Hey, to, so. Ich finde gleich Charles. Die haben nichts? Müssen mich verarschen? Die sind in der Kunstgalerie. Das sind irgendwelche Schlüssel. Als ob die nichts haben. Es hat wirklich niemand irgendwas? Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wow. Ja. Ist halt echt wirklich niemand irgendwas. Wow. Wie unepisch. This show is well and truly over. Let's get out of here. Come on. Ja, ja. I know a place where I can disappear for a few days.
Und der wäre wo? Lauf doch. Warum läuft er jetzt rückwärts? Okay. This way, come on. Ja. Okay. The exhibition. What can you say? It was not boring, huh? War. It was not. Architect people, push them. I thought I was a fraud, a no talent brush washer. Ich rette dir hinterher. We provoke emotions, no? Du kannst auch ruhig aufsitzen, wenn du magst. Aber oh, wir müssen durch die Gasse. Okay, Crescent Moon hat sich wohl erledigt. Mit auf die Reiten. Halt! Wieso hast du jetzt schon wieder deine Waffen auf Crescent Moon gepackt? Wäre ich das gewusst, hätte ich mich nicht auf Crescent Moon gesetzt. Oh Mann. Aha. Gegenleistung, oder? It will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now seems like the only thing it'll get me is kicking the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. My angel, my little bird, it's me. Mario. Ich will mit rein. Oh, ich darf nicht. Schade. Warum bin ich überhaupt hinterher gelaufen? Das war richtig unnötig. Naja, egal. So, Crescent Moon. Wir müssen jetzt zu dem hier und Büchsenmacher hier. Das heißt, wir drehen um, gehen hier hin und dann gehen wir weiter hier hin. Und dann mal schauen. Okay. Also, auf Richtung Büchsenmacher. Weil hier kann man, glaube ich, auch Munition kaufen. Komm in und hab ein Browse. Take a look at our catalog. Let me know if you want to get a feel for any of them. Was passiert, wenn ich auf. Also, anpassen. So. Springfield-Gewehr. Waffe reinigen. Komponenten. I have some better quality components, if you're looking for the best. Das habe ich ja schon. Die habe ich ja eigentlich auch alles schon. Munition brauche ich. Do you have enough ammunition for that thing? Nur das Beste. Aber wir kaufen auch das andere. Weil. And will you be needing any ammunition? Damit wir genug auf jeden Fall haben. Und für den Rest brauchen wir eigentlich nichts. Super, danke schön. I suppose there's only a matter of time before the riverboat was robbed. Und jetzt? Ah, du kannst jeden Laden ausrauben, indem du deine Waffe auf den Verkäufer richtest. Schön. Ach, Quatsch, Quatsch. Ich wollte die Karte. Das heißt, ich. Okay. Alles klar. Warum habe ich jetzt eine Waffe in der Hand? Wollte ich gar nicht. Das tut weh, aber ich glaube, das mit dem Kinderkriegen hat sich für Arthur jetzt erledigt. So, ich glaube, die Ratte hat ihre Tage. Ich möchte gerne etwas weggerufen. Ich habe hier das hier, ich habe das hier, ich habe das hier, ich habe das hier, ich habe das hier, ich hab. Warte ich mal noch. Was ist das hier? Geruchstarnungstinktur. Aha. Und ja, das war's. Wenn ich schon mal hier bin, ne?
Hello, mister. Hi. Thanks, mister. So. Sorry, ma'am. Excuse me. Very sorry. Hat sich entschuldigt. Como está? Und jetzt auf Richtung Dutch. Auf Richtung Dutch. Ja, doch. Das war definitiv richtig. Upsa. I'm sorry. Warum ist Dutch jetzt gesperrt? Ah, jetzt nicht mehr. Ja, lauf doch nicht auf der Straße rum, ganz ehrlich. Dann erwartet doch nichts anderes, wenn ihr auf der Straße rumläuft. Dass hier irgend so ein Irrer vorbeikommt und euch umrennt. Ein Honey! Was, da stand irgendwas mit Samen. You okay, boy? Come here. Hey, boy. Hi. Na, mein Kleiner? Ich lege jetzt endlich. Oh, hi. Na? Ja, du bist hier ein ganz süßer. Ja. Tschüssi. War schön, dich kennengelernt zu haben. Was stand da hier jetzt? Ah, nee, Siemen stand da. Ich hab Samen gelesen. Und war verwirrt. Aber naja, ist ja egal. Ist ja nicht mein Problem, was auf Postern steht. Reiten wir zu Dutch. Dutchy, Dutchy, Dutchy. Gucken, was er will. Schneller, Crescent Moon. Na, na? Crescent Moon? Oh, oh, Kopfgeldjäger. Oh, oh. Da hat mich irgendwas bedroht. Wow. Danke für gar nichts, Crescent Moon. Ich dachte, ich erledige jetzt kurz den Alligator. Und dann wirft mich Crescent Moon ab. Ich glaube, ich darf hier gar nichts mehr machen. Gegen nichts Gefährliches kämpfen oder sonstiges. Ich gehe einfach drauf. Es ist Fakt. Okay? Es ist einfach Fakt. Gefühlt. Also, danke für gar nichts. Ich gehe jetzt einfach zu Dutch und ignoriere alles. Hallo? Crescent Moon, du warst keine große Hilfe. Rennst einfach weg wie ein Feigling. Und lässt ihn mich zerfleischen. Ich dachte, ich kann auf dich zählen. Danke für gar nichts. So. Dann werde ich mich aber auch nächstes Mal nicht entschuldigen, wenn ich wieder gegen irgendwas renne. Oder wenn du gegen irgendwas rennst. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich will diesen Alligator jetzt einfach aus Prinzip töten. Aber ich werde einfach eh wieder sterben. Die Musik sagt's schon. Oh, wo ist dieser Alligator? Wenn ich irgendeinen Alligator sehe, schieße ich drauf. Ansonsten, ich suche jetzt nicht explizit nach einem. Da hinten ist einer. So. Ich hoffe, das war ein Kumpel von dir. Wo der noch auf doofe Ideen kommt und mich hier sieht.
Du wartest die Crescent Moon. So. Ich hab gesagt, du wartest hier. Da ist noch einer. Sieht immer so grausam aus. Oh, die ist perfekt. Haha. Nicht, weil ich schön getötet habe. Was bist du eigentlich für ein Feigling, Crescent Moon? Das Ding ist, ich kann halt jetzt leider nicht alles mitnehmen. Aber ja, ich habe mich gerecht. Ich habe mich gerecht für... Habe ich den jetzt gerade getötet, also sehen. Was ist hier? Ah, hier. Eine Geierschildkröte. Ups. Können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mitnehmen. Aber ich glaube, die ist schon eine Weile tot, oder? Da sind wir einfach aus Versehen gerade drüber gestolpert. Können wir die mitnehmen? Vermutlich nicht, oder? Nee, das können wir nur austauschen. Okay. Naja, egal. Los. Vielleicht kommen wir ja wieder zurück. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Ort. Da haben wir doch mal Sprengsätze gezündet. Was ist ein Tibi? Achtung, hier gibt's Alligatoren, ne? So, das nehme ich. Danke fürs Tragen, Crescent Moon. So. Ich würde gerne zu Pearson, aber ich darf wohl nicht zu Pearson, oder? Das wäre nicht so gut. Ich darf gerade nicht. Oh, lass mich das doch einfach spenden. Mann, warum ist das jetzt gesperrt? So ein Scheiß. Packe ich das halt wieder auf Crescent Moon. Vielleicht muss ich erst mit Dutch reden. Soll mich in Ruhe lassen. Ich wollte einfach nur hier was geben. Ich wollte was Gutes fürs Lager tun. Und dazu so nö. Oh. Ich habe keine Lust darauf, Dutch. Aber jetzt bin ich im Lager. Jetzt will ich auch nicht nochmal zurückreiten. I'm telling you, Dutch, this is the way to do this job. The distraction will buy you all the time you need. Oh, das ist eine Wand. I don't like him. Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? It's a city, there are police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon.
doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Let's rob this bastard. Everyone, get ready. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur? Sure. Hab hier gutes Alligator-Gedöns. Wer ist nicht mehr auf Pressman-Menü gekommen? Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank. Ich hätte es ja gespendet, aber ich darf ja nicht. Wehe, meinem Alligator-Hautgedöns passiert irgendwas. Dann mache ich euch... Oh, dann werde ich aber wütend. Und ich will meinen Hut. Was willst du eigentlich von mir, Dutch? Hör auf, in mich reinzureiten. Du nervst mich gerade ein bisschen. Merkt man das? Dass Dutch mich ein bisschen nervt? What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind. Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. Ich glaube, ich hätte einfach davor speichern sollen. Hätte gucken sollen, wie es läuft. Und wäre ich gestorben, hätte ich gesagt, scheiß auf die Mission. Ich renne doch mal zurück und vergaus. Ich werde das die Alligatorhaut sowas von verlieren. Ich wollte gerade Tab drücken und die Maske aufsetzen, aber es geht nicht. Da öffnet sich nichts. Darf ich jetzt? Nee. Ah ja, doch, jetzt darf ich. Warte. Oh. Ich wollte auch nicht meine Waffe in die Hand nehmen. So, jetzt hat er die Waffe. Ich wollte die Waffe gar nicht nehmen. Ganz ehrlich. Oh. Jetzt reite ich da mit der Waffe in der Hand. Dabei wollte ich die nicht mehr in die Hand nehmen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Maske aufsetzen kann. Und dann nimmt er einfach so die Waffe in die Hand. Where's Bill? Let's hitch up here. Bitte pack endlich die Waffe weg, Affe. Pack sie weg. Dankeschön. Gentlemen. So. Ist hier irgendwas in der Nähe? Ich darf da eh nicht alles machen. Robbing thieves? It ain't no crime at all. Ich. Folk like this. They stole what the. Nimm die alles. Ich nehme alles mit, was ich haben will. Oh, gucken, ob ich die vorher reinigen muss. Die muss ich nicht wirklich reinigen, weil ich glaube, ich habe nur noch einen.
Und das hier? Have a modicum of faith, John. Ja, dann reinige ich die kurz. Ich glaube, ich hatte nur noch ein Waffenöl. Warte, warum ist meine Gesundheit so niedrig? Ach so, ich weiß warum. Wegen dem Alligatorangriff. Da muss ich erstmal was essen. Ich habe darauf nämlich gerade gar nicht geachtet. Nam 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 nam. Und ich brauche Leben und Ausdauer, bitte. So, perfekt. Ey. Jetzt hab ich die natürlich nicht mehr. Everyone knows what to do. Ja, nee, irgendwie ja nicht. Ich hab keine Ahnung, was zur Hölle ich gerade tue. Zwinge den Bankdirektor, die Restaurant zu öffnen. Öffne. Na los! So ist fein. Was willst du? Alles klar, wir knacken ihn wieder. Und wieder das hier. Siebenundzwanzig. Ich war es nicht, da war es 77. 54. Yeah. 54, da ist es. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na los, alles plündern. Das war's, wir knacken ein Tresor. Und gehen. Was willst du mit deinen kleinen Waffelchen? Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. Wer ist das überhaupt? Don't! Er ist tot. No! War das José oder so? There's your deal, Dutch. José. Ja, José, hatte doch gerade gesagt, oder? God damn it! So. Ja, das ist José. Er hätte gar nicht von deinem Pferd absteigen müssen. Oh, das war verfehlt. Da habe ich zu viel gewackelt. Warum bist du nicht tot? So, das war ein Headshot. Oh. Ja.
So, der ist tot. Du auch? Das war auch ein Headshot? Da oben. Ach, der Stuppe vom Einschuss nicht. So. Das hat aber jetzt gesessen. Der stirbt mit einem Schuss. Was zur Hölle war das gerade von meiner Seite? Meine Hand dachte sich wohl, es wäre eine gute Idee, noch mal kurz hochzuziehen, bevor ich schieße. So. Bam! Headshot! Okay, oh. Ich dachte, er bewegt sich noch ein bisschen in die Richtung, in die ich geschossen habe. Aber war nicht so. Ja, ja, ich bin noch am Leben. Okay, wo muss ich hin? Arthur, bleib doch nicht einfach stehen. Bist du lebensmüde? Wieso hast du jetzt schon wieder die kleine Waffe? Okay. Aufheben. Jo. Ich laufe hier in aller Ruhe. Ohne Deckung und allem. So, jetzt platzieren wir das Dynamit eher hin. Und im nächsten Part beginnt es direkt mit Boom. Seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal bei der großen Explosion dieser Wand. Bye, bye.